Was geht ab? Willkommen zurück in Satisfactory. Heute habe ich ja gesagt, wir wollen die Motoren langsam ausbauen. Dafür brauchen wir Rotoren und Stator. Und dafür brauchen wir natürlich auch wieder Material. Deswegen habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht es auf der rechten Seite. Verstärkte Platte, Kabel, Eisenstange, bla 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 bla. Also wir bauen heute 6 Constructor, 3 Schmelzöfen und 5 Manufaktoren. Wenn das ausreicht. Mal gucken. So, fangen wir mit Schmelzöfen an. Da ich hier vorne ja schön Metall abbaue, kann ich das ja gleich hier verwenden. Hauen wir das nämlich hier gleich rein. Zack. So, 3 Stücke, wie gesagt. Klötzen wir gleich in die Transplitter. Jawohl. Richtung stimmt. Den letzten brauchen wir keinen. So, das können wir uns mit 1 rausholen. Das heißt, mit dem Förderband MK1 reicht das zu. Ein paar Umbaumaßnahmen muss ich vornehmen, weil plötzlich wurde Strom alle. Ich hatte nur noch Stromausfall. Und deswegen habe ich mal ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt oben noch ein Kraftwerk noch mit dran gesetzt, weil mir ständig der Strom abgeschmiert ist. Also ich habe keine Links mitgenommen, aber ich doch noch was vergessen mitzunehmen, nämlich den Tanken. Und schon wird der Strom abgeschmiert, aber es macht nichts, das richten wir dann gleich. Also muss ich oben doch noch ein bisschen Strom ausbauen. Ne? Noch mehr Energie, ihr seht schon, nächste Folge wird definitiv mehr Energie benötigt. Weil wenn ich jetzt hier so einen Haufen Zeug dran knulze, dann brauchen die natürlich auch wieder gleich Strom. So, hier haue ich auch mit 3 rein. Und als Produkt kommt das da raus. Und zwar 3-mal. So, das reicht. Dann leite ich das ab. Und dann geht das hier weiter. Hier kommt dann die Konstruktorin hin. So, machen wir jetzt hier gleich daneben am besten. Ich habe jetzt geplant, 4 Konstruktoren zu bauen. Und zwar 4 nebeneinander am besten. Da sehe ich gerade, da muss ich noch ein bisschen erweitern. Ich habe ein bisschen wenig geplant gehabt. Das macht ja nichts. Ja, alles dabei hier. So. Da noch. Zack, zack, zack. Genau. Das reichen. Dann noch 7 brauche ich. Constructor. Noch einen daneben und noch einen daneben. So, 2 davon produzieren Schrauben. Und die anderen beiden, die produzieren die Stangen, die Eisenstangen. So, gleich schön davor setzen. Genau. Ein bisschen Luft dazwischen lassen. Ne? So sieht's aus. Nummer 1, Nummer 2. Aber hier auch nicht so schnell arbeiten. Produktion, deswegen das MK1. Ja, doch ein bisschen viel gebaut. Doch 1 zu 4, okay. War es nicht geplant. So, es waren 5 Manufaktoren, siehst du? Das hatte ich noch im Blick. Gut, dann machen wir jetzt hier hinten erstmal ein Fusionator. Den nehmen wir auch ein bisschen weg. Da brauche ich 1 zu 4. Da machen wir aber mindestens MK2. Und natürlich Splitter wieder. Um das Ganze schön zu verteilen. Zack, da rein. Und letzte brauche ich keinen. So, jetzt hauen wir hier MK2 rein. Und bei den anderen machen wir MK1. Dass die sich nicht gegenseitig das Zeug klauen. Der hinterste, der braucht natürlich ein bisschen mehr. Sonst kriegt er nämlich nichts mehr. So, alle produzieren Stangen. Stangen. Stangen und hier auch. Stangen. Und die vorderen produzieren die 2 Schrauben. Und die anderen halt die entsprechenden Stangen dafür. Schrauben. Und Schrauben. So, Grundproduktion ist fertig. Das Ganze mal jetzt hier verkabeln. Gucken einfach mal, ob wir es vielleicht die Folge sogar schaffen mit dem
dem Strom. Ansonsten muss ich es tatsächlich erst nächste Folge machen. Eins. Typische Bauweise mit den Zweiern. Ey, muss man hoch hier. Ah, hier kommt gar nichts raus, muss ich noch verbinden. Gerade gesehen. So. Eins, zwei. Da vorne und dran. Quatsch. Ich muss vom hintersten weg. Dort. Hui. Dort. Ganz außen. Der. Falsch, das war falsch. Das war weg. So. Da muss ich noch. Ne, jetzt habe ich auch noch falsch angeschlossen. Den wollte ich auch nicht. Den wollte ich, genau. Das kommt jetzt dorthin und dorthin. Und vorne schließen wir jetzt die beiden Finger dort an. Perfekt. So, da haben wir das. Gut, Grundproduktion ist fertig. Ne, noch nicht ganz. Hinten habe ich ja gerade gesehen, dass da noch Zeugs dran machen muss. Weil sonst kriegen die natürlich auch hinten keine Waren, also keine Förderbänder da sind. Zack. Zack. Und dann die zwei noch miteinander, wo ich ja fast schon im K3 machen könnte. Ist der einfach genug. Ich habe schon K3. Also hinten im K2. Brauche ich eigentlich gar nicht. Dann mache ich aber im K1. So. Gut, da haben wir das schon mal. Die Produktion würde jetzt gleich starten, aber jetzt fehlt natürlich der Strom. Und wir wollen ja auch. Achso, die Verbindung habe ich noch gar nicht geschaffen. Nach dort, oder? Das muss ich auch noch machen. So, das wäre schon mal angeschlossen. Könnt ihr mal gucken. Es gab ein Einbruch hier. Das heißt, irgendwo haben da wieder Anlagen keinen Strom produziert. Deswegen ging ich gleich auf 450 runter. Jetzt wird die Produktion nämlich anlaufen. Da, die produzieren schön Eisen. Da kommen dann Stangen raus und aus den Stangen werden hier vorne dann die Dings gemacht, die hier Schräubchen. Knüppeln wir jetzt mal die Manufaktoren hin. So, Manufaktor. Da. Ich muss kurz gucken. So, eins. Manufaktor 2. Die produzieren jetzt tatsächlich nur Statur. Kriegen wir mal hier einen direkten Einfluss, ja. Klingt ein bisschen komisch, aber ist aber so. So. Und zwar produziert der Rotoren. Das heißt, er braucht 20 Eisenstangen und 100 Schrauben. Der produziert hier 40 Schrauben pro Minute. Das heißt, die muss ich dann auch irgendwie noch ein bisschen übertakten. Warte mal, da brauche ich mindestens MK2. Weil die nämlich 120 transportieren. So, die gehen rein. Die haben wir schon eingestellt, sehr gut. Stellen wir hier auch nochmal einen Rotoren. So, und hier holen wir jetzt die Stangen raus. Da machen wir ein Autosave. Fusionator. Und zwar dort. Stromausfall. Ich glaube, ich brauche so. So. Da kommt der K2 an. Dann läuft das wenigstens schon mal rein. Das gleiche brauche ich. Hallo, hallo, hallo. Lass mich hoch. So. Das gleiche brauche ich dann jetzt nochmal da drüben. Das heißt. Ein Splitter. Da komme ich auch dann in die Kurve. Da kann ich ihn nicht bauen. Ein bisschen komisch aus, aber ist auf jeden Fall praktikabel. So, und hier kommt dann jetzt. Habe ich jetzt MK1? MK1 hatte ich da drin. Jawohl, perfekt.
Das heißt, die Verbindung ist geschaffen. Zack. Schließen wir die zwei Kollegen hier an. Mal gucken, wo wir den anschließen. Ich glaube, hier vorne haben wir nämlich jetzt mittlerweile auch schon voll. Jawohl. Das heißt, muss ich nochmal einen daneben bauen. Der geht nur dort, der geht nur dort. Dann nehme ich den ab. Jetzt produzieren sie plötzlich weiter. Krass. Gerade eben war noch Stromausfall. Jetzt haben sie gerade weiter produziert, warum auch immer. Das musst du nicht verstehen. Na gut, aber zumindest haben wir die Produktion jetzt schon mal fertig. Das heißt, die Rotoren, die werden produziert. Stromausfall. Also Strom muss ich tatsächlich mal gucken, wo das dann liegt, wo das hapert. Ich brauche einen Fusionator. Genau. Und da reicht MK1, was da reinläuft. Weil so schnell produziert die auch die Rotoren. Und da laufen die ersten Rotoren raus, wie man sieht. Gut, dann schaue ich mal ganz kurz hoch zur Electric. Was ist da los? Wo ist du? Mal gucken hier. Hat man wieder so einen Sturz auf 525, also gehen dort tatsächlich irgendwo welche aus, irgendwelche Anlagen. Und ich glaube ganz stark, dass es am Wasser liegt, weil ich hatte jetzt schon mal geguckt, ob ich das irgendwie, ja gut, es geht nicht, man merkt, dass man das Wasser vielleicht verbessern kann oder muss. Mal gucken, ob wir hier so ein Wasserding auch bauen können. Warte mal, das war unter Produktion. Wasserextraktor könnte ich bauen, sehr gut. Und unter Logistik, nee, Organisation, den Tank, da bräuchte ich 5 solche Stahlrahmen. Also zumindest haben wir schon mal einen ersten Teil, nämlich die Rotoren, die hier produziert werden. Und die Statuen sind ja dann nur noch ein leichtes, weil das ja nur noch Produkte sind, die fertig sind. Die brauche ich ja bloß rausziehen und kann die dann gleich da einfädeln, das ganze System. Und habe dann hinten raus meine Motoren, die ich dann wieder vorne brauche, um in das nächste Tier aufzusteigen. Und dann gucken wir mal, wie wir eigentlich in das nächste Tier aussteigen können und was wir dazu brauchen, beziehungsweise was wir dafür freischalten. So sieht der Plan aus. That's the plan. So, zack. Hoch hier. Chaka. Ja, wir machen mal nochmal fieser heute. Schalten wir nochmal an. Wir kommen über 600. Megawatt hoch an, tatsächlich, aktuell. Und schwupps wieder aus, also ich glaube, es liegt am Wasser. Der produziert zu wenig Wasser. Vielleicht mal nach Elektroschnecken, die dann ein bisschen mehr Wasser produzieren. Da siehst du schon, hier ist zu. Das heißt, der produziert tatsächlich zu wenig Wasser. Und das werde ich, glaube ich, mit Elektroschnecken ableisten können. Das heißt, suchen wir ein paar Elektroschnecken, wandeln die um, schmeißen die in die Extraktoren rein und dann geht es wieder weiter. So. Das war's für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wer es nicht gemacht hat, lasst gerne ein Like, ein Abo da. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare drunter, was ich noch besser machen könnte. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie ich die Elektrik ein bisschen verbessern kann. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Baupläne, wo er sagt, hier, guckt ihr es mal an. Schaue ich mir dann auch gerne mal an. Ich bin erstmal raus. Bis dann. Ciao, ciao.